So, einen wunderschönen guten Morgen. Ich begrüße alle ganz herzlich zum Morning Meeting heute am Montag, den 30.08.2021. Ich bin jetzt gerade ein bisschen irritiert, weil ich sehe nämlich hier eine irgendwie nicht ganz so stabile Internetverbindung. Ja, ist das so? Ist das wirklich so? Also eigentlich. Einen Moment, jetzt muss ich mal ganz kurz gucken, woran das liegen könnte. Was könnte der Grund dafür sein? Also ich hoffe an der Stelle, dass das alles sauber gestreamt wird tatsächlich. Ich hatte kurzzeitig am Freitag mal ein bisschen Schwierigkeiten hier mit dem Internet. Also bei mir, an meinem Ende ist eigentlich alles fein. Also ich habe hier keinerlei Schwierigkeiten. Hatte ein bisschen Schwierigkeiten. Allerdings hat sich das dann recht zügig, hat sich das wieder erledigt gehabt. Ich will jetzt einfach mal durchstarten, so wie gewohnt. Und wir hoffen mal, dass ich das dann hier innerhalb der nächsten Minuten eben tatsächlich beginnt, alles zum Besten zu wandern, Besseren zu wandeln. Wir haben nämlich auch einiges an spannenden Themen heute. Ja? Das wollen wir an der Stelle natürlich abarbeiten, was dort geschehen ist am Freitag mit Jackson Hole. Interessanterweise ist es so, dass natürlich nicht wirklich viel Neues an dieser Stelle geliefert wurde seitens Fed Chairman Powell. Und das, was geliefert wurde, war interessanterweise, ehrlich gesagt, wie soll ich sagen, ja, überraschend dovish, ehrlich gesprochen. Und besonders nach den Kommentaren, die dort abgefeuert worden sind, naja, von einigen Offiziellen seitens der Fed, James Bullard beispielsweise, auch Kaplan, Mr. Bostic hatte sich auch diesbezüglich geäußert. Also da gab es eine Kommunikation, die im Großen und Ganzen überraschend dovish einfach mal gewesen ist. Und demnach, irgendwie macht mich das nervös. Ich guck mal ganz kurz was, ja. Ich guck mal ganz kurz was hier. Speedtest. WLAN. Ob das damit zusammenhängt oder ob das ein Softwareproblem ist. Einen Moment. Also wie gesagt, das war eine Dovishness an dieser Stelle, die eben. Das ist interessant. Also das scheint wirklich hier ein Softwareproblem zu sein, ein Streamingproblem. Weil mein WLAN. Bestens. Ja, nee, eigentlich alles super. Also hier sollte es eigentlich keine Schwierigkeiten geben. Na gut. Also Mr. Bostic bzw. Herr Kaplan und Herr Bullard, die haben ja durchaus eine Reduktion der Anleiheaufkäufe eben zum Thema gemacht. Und das ist eben etwas, was an dieser Stelle eben problematisch ist für die Aktienmärkte, ausgehend von eben dieser jüngsten Kursentwicklung auf der Oberseite. Was wir jetzt eben zu sehen bekommen, ist eine Dovishness, die dann folgerichtig mit neuen Allzeithochs eben gummiert wird oder quotiert wird oder gutiert wird, so ist wahrscheinlich das richtige Wort in dem Zusammenhang. Wir wollen natürlich in dem Zusammenhang einen Blick werfen auf den Arbeitsmarkt, der jetzt interessant werden, brisant werden könnte, für diese Woche eben von Interesse ist, weil er da ganz explizit darauf verwies, Herr Paul, im Hinblick eben auf die jüngsten Arbeitsmarktzahlen, die eine günstige Entwicklung eben nach sich gezogen haben. Wir wollen in dem Kontext natürlich einen Blick werfen auf dann die ADP-Zahlen, die anstehen, beziehungsweise die Non-Farm-Payrolls. Wir werden ganz explizit nochmal drauf eingehen, dann am Mittwoch, beziehungsweise am Freitag, aber das schon mal als Orientierung. Einzeltitel sind natürlich in dem Kontext auch von Interesse, also das heißt, wir werden natürlich dann auch mal Growth-Titel uns zum Thema machen an dieser Stelle, beispielsweise in Nvidia wird es eventuell ziemlich interessant vor dem Hintergrund des jüngsten Runs höher, das heißt, da könnte eventuell sich dann in den kommenden Wochen einiges an Volatilität abzeichnen, und zwar mit einem Pull-In auf der Unterseite, sollte sich das übergeordnete Bild eben auch in diese Richtung eben dann orientieren. Wie gesagt, bevor wir allerdings starten, zunächst einmal hier der Blick auf den Risikohinweis. Devisen und CFDs sind komplexe Handelsinstrumente auf Margin und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. Der Hebeleffekt, der kann im Trading für einen, der kann gegen einen wirken. An dieser Stelle macht man sich erstmal ausgehend von seinem persönlichen Risikoprofil, damit darüber sei man sich im Klaren, dass das eben mit Risiken einhergeht, entscheidet dann, ob der Handel mit diesen Produkten sich für einen eignet. Wenn dann diese Entscheidung getroffen ist und bejaht werden kann, gerne auf markets.com/egen für den Download eines Demokontos, beziehungsweise dann auch früher oder später die Öffnung eines Live-Kontos. Der vollständige Risikohinweis hatte ich schon gesagt, markets.com/de, dort auch alle Informationen rund über die komplette Produktpalette von markets.com, sei es physische Aktien, sei es eben auch ETFs, die über CFDs und Devisen hinaus angeboten werden und ja, entsprechend eben klassischen für einen Multi-Asset-Broker. Fragen zu den Märkten gerne jederzeit an mich richten, sei es in der Chatbox, unterhalb dieses Videos, sei es per E-Mail, sei es über Twitter, sei es über meine Webseite jk-trading.com und hier den Forum
Forumsbereich, da kann man auch gerne mit mir in Kontakt treten, da kann man sich auch mit gleichgesinnten Tradern eben austauschen zu den Märkten. Und ja, soweit meinerseits. Wir switchen einmal rüber hier in die MarketsX Handelsplattform. Ich räume es hier im Hintergrund mal ganz kurz ein bisschen auf und werde auch in dem Zusammenhang eben einen Link teilen, und zwar zur MarketsX Handelsplattform, die man sich hier als Demo runterladen kann. Also das heißt, die hatte ich gerade erwähnt gehabt, wer da also Interesse hat, wer sagt, das ist aber cool, das ist eigentlich genau das, was ich mir vorgestellt habe, auch im Hinblick eben auf das Charting, welches hier stattfindet, im Hinblick eben auf die Trading View Charts, die der eine oder andere kennen wird schon. Hier ist es tatsächlich möglich, dann aus diesen Charts entsprechend seine Trades abzusetzen. Und ja, also wie gesagt, schaut euch das gerne an. Wir werfen einen Blick hier einmal kurz auf den DAX, einmal kurz, weil ich muss ehrlich gestehen, das ist nicht wirklich spektakulär, so will ich es mal bezeichnen, was wir hier zu sehen bekommen. Ziehe den Chart mal ganz kurz hier rüber. So. Und ja, ist ein bisschen nervig, ehrlich gesagt. Also mittlerweile müsste eigentlich die müsste hier eigentlich die Bandbreite sich eingependelt haben. Tut nichts. Ja, ich hoffe an der Stelle, also das ist nicht zu nervig für die, die sich jetzt den Livestream anschauen. Also in Bezug auf die Aufzeichnung sollte das kein Problem sein. Die Aufzeichnung, die wird unabhängig vom Stream vorgenommen und deswegen ist es an der Stelle eben so, dass die auf jeden Fall sauber durchlaufen sollte. Bin gerade, wie gesagt, ein bisschen irritiert. Also im Internet liegt es nicht. Das scheint irgendwie ein Streaming-Problem über die Software zu sein, die genutzt wird. Also, bezogen auf den DAX. Wir hatten jetzt schon in der letzten Woche diese Trendlinie zum Thema gemacht. In diesem Zusammenhang hier hatten zum Thema gemacht, dass die Auflagepunkte sind der letzten zwei Wochen hoch, beziehungsweise jetzt sind es die drei Wochen hochs, die letzten drei Wochen hochs, also einmal Bereich Allzeithoch, dann eben Vorwochenhoch ist es eher. Das ist jetzt hier die Region Vorwochenhoch. Und das ist jetzt natürlich dann der Schlüsselbereich in diesem Zusammenhang auch für die weitere Price Action. Mit einem Bruch höher würde weitere Aufwärtsdynamik freigesetzt werden, die zunächst einmal den Bereich im Vorwochenhoch 49, 59 aktiviert. Mit Bruch über diesen Bereich sind wir dann gefilter Allzeithochs unterwegs, 16.030 Punkte an dieser Stelle. Darüber eben weitere Aufschläge denkbar, die uns bis 16.100 Punkte führen. Was in dieser Konstellation natürlich von Erwähnung ist, was Erwähnung finden sollte, ist, dass wir ein Umfeld vorfinden, bei dem vielleicht der europäische Handel sich dann mal etwas schwieriger darstellt. Schwieriger darstellt in Anführungsstrichen. Vielleicht, dass in irgendeiner Form sich Abgabedruck widerspiegelt, dass wir zunächst einen Pull-in zu sehen bekommen, wobei dieser nicht wirklich dramatisch ausfallen würde, meiner Einschätzung nach, solange wir oberhalb von 15.800 Punkten uns halten können. Was könnte ein solcher Pull-in sein? Also aktuell fällt mir jetzt spontan nur ein Grund ein, das wäre die anstehende Bundestagswahl, wobei sich ja herauskristallisiert, dass es eventuell dann doch für ein rot-rot-grünes Bündnis reichen könnte. Jetzt wird der ein oder andere in dem Zusammenhang erstmal einwerfen, dass er sagt, naja, politische Börsen haben sowieso erstmal kurze Beine. Da bin ich auch 100% d'accord. Ich glaube nicht, dass das eben wirklich in der Lage ist, Unsicherheit zu schüren und dann auch als Grund für einen bärischen Impuls, sofern er überhaupt stattfinden sollte, früher oder später mal, herangezogen werden sollte. Weil die Notenbanken es aktuell richten. Also das, ich glaube, spielt es wenig eine Rolle, ob wir in irgendeiner Form irgendwelche politischen Bündnisse sehen, die wirtschaftlich eher kritisch zu beäugen wären oder mit dem Wirtschaftsausblick in irgendeiner Form kritisch zu beäugen wären. Wenn man es dann täte, dann muss man an der Stelle allerdings sicherlich auch sagen, dann ist ein rot-rot-grünes Bündnis mit Sicherheit jetzt erstmal negativ zu beäugen, aber dazu müsste es auch erstmal kommen. Dann gibt es ja wiederum die Überlegung, dass ja Herr Scholz, der aktuell eben einen ziemlichen Hype, man scheint aus den Entwicklungen übrigens vor 4 Jahren mit Herrn Schulz wiederum gelernt zu haben, ne? Den hatte man relativ zügig verheizt, möchte man fast sagen. Und jetzt hat man sich diesen Schulz-Effekt von damals oder den jetzigen Scholz-Effekt, den macht man sich jetzt vielleicht zunutze, um dann eben kurz vor der Bundestagswahl diesen Hype anzustoßen. Ja? Das ist zumindest der erste Gedanke, der mir gekommen ist. Aber Herr Scholz wiederum, er spricht sich ja nicht sehr deutlich gegen ein Bündnis aus, aber wiederum gibt es ja den einen oder anderen, der sagt, ein Bündnis mit links ist für den eigentlich keine wirkliche Option. Auf der Kehrseite muss man aber auch sagen, egal was er jetzt diesbezüglich sagen würde, selbst wenn er sich distanziert hätte. Ich glaube gestern, ich habe das nicht mitverfolgt, also deswegen kann ich da nicht wirklich eine Einschätzung geben, aber er hatte sich, glaube ich, nicht deutlich von der Linken distanziert gehabt, aber selbst wenn er es täte, wäre das eine Aussage, die nicht wirklich für bare Münze zu nehmen wäre. Wir erinnern uns in dem Zusammenhang an die damalige Vorsitzende der SPD, Frau Nahles beispielsweise, die sich ja sehr deutlich, sehr deutlich, sehr, sehr, sehr,
fragwürdig, möchte man schon fast sagen, wenn man sich an die Wortwahl erinnert, im Anschluss damals an die Bundestagswahl 2017 erinnert, da sich deutlich gegen eine große Koalition ausgesprochen hat, die es ja am Ende dann doch geworden ist. Deswegen, also wirklich für bare Münze sollte man nicht nehmen, was da von irgendjemandem dieser Herrschaften kommuniziert wird. Das wäre ein möglicher bärischer Trigger, aber nochmal, also das ist reine Spekulation, wenn überhaupt. Also ich glaube noch nicht mal, dass man sich da wirklich einen Gefallen tut, dass man seine aktuelle Marktbetrachtung mit einzubeziehen. Wenn es hier zum bärischen Impuls kommen könnte, würde man das eventuell irgendwie in Zusammenhang bringen. Ich wäre da sehr vorsichtig und es ist auch tatsächlich nicht etwas, was mich in irgendeiner Form beunruhigen würde im Hinblick auf meinen weiter bullischen Ausblick, den ich habe. Denn jeder Pull, in der hier stattfindet, der sollte eher dann durch die jeweilige Bullishness der US-amerikanischen Märkte konterkariert werden und sollte dann eher zu einem entsprechenden Schub eher auf der Oberseite kommen und einer Fortführung dieser bullischen Tendenz, die wir hier sehen. Also S&P am Freitag. Man kann es erkennen, dass diese Dovishness in das Statement von Powell hineininterpretiert worden ist. Das steht außer Frage. Also zum Anschluss kann man hier nicht kommen. Wir sehen 16 Uhr, Zeitstempel. Da ging es los mit der Rede von Powell. Da wurde dann auch entsprechend das Statement kommuniziert. Es wurde keinerlei Taper oder sonst dergleichen diskutiert. Ich stelle auch gleich mal kurz den Link ein. Auch den Link stelle ich in die Description Box unter das Video. Also das heißt, den kann man sich dann auch gerne nochmal zu Gemüte führen, diesen Bericht Jackson Hole. Wir sehen dann eben fortwährend sofort Bullishness und wir haben in den Abend hinein kaum Rücksetzer gesehen. Im Grunde genommen haben wir die ersten 3 Handelsstunden, wir können es mal sehen, post dieses Earnings, besonders die erste Handelsstunde haben wir entsprechende Aufschläge gesehen, konsolidierten dann in diesem Bereich um und oberhalb von 4.500 Punkten. Und es ist eher davon auszugehen, dass wir diesen bullischen Impuls auch heute fortschreiben. Also das heißt, dass es hier keinerlei negative Überraschung, so möchte ich sie mal nennen, gibt. Zeitgleich ist der VIX, der Volatilitätsindex, auf den S&P 500 in den Bereich nochmal Jahrestiefs gerutscht, also beziehungsweise stabilisiert aktuell um leicht oberhalb von 16 Punkten. Aber da sollten wir wahrscheinlich auch eher davon ausgehen, dass dieser Drop sich weiter fortschreibt. Also das heißt, dass der Markt mehr und mehr für die kommenden 30 Tage immer weniger Volatilität eben erwartet. Das ist ein grundsätzlich ebenfalls bullisches Signal. Und dann kommt noch ein entsprechender Aspekt hinzu. Nächste Woche Montag zum Beispiel sind die US-Equity-Märkte geschlossen. Das kann ich jetzt schon bereits sagen. Also das heißt, da gibt es keine Möglichkeit, dann US-Aktien zu handeln. Das ist der sogenannte Labor Day. Ich habe jetzt keine Statistiken diesbezüglich vorbereitet oder beziehungsweise mich überhaupt damit auseinandergesetzt, aber gemeinhin historisch gefühlt und auch das, was man so im FinTwit-Bereich, auch im US-amerikanischen Trader, Umfeld eben vernehmen kann, ist, dass sich mehr und mehr Trader eben zurückziehen. Jetzt für die kommende Handelswoche erstmal. Und dass besonders ab Hälfte der Woche eventuell sich hier dann entsprechend eben der ein oder andere Trader auf ein verlängertes Wochenende vorbereitet, was wiederum brisant ist, weil der US-Arbeitsmarktbericht ist eben der Non-Farm-Payrolls-Arbeitsmarktbericht am Freitag, der wiederum ja richtungsweisend für die NFP sein könnte. Also das wiederum ist dann so ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Ich würde es nicht überbewerten, aber es könnte ein dünneres Umfeld geben, welches dann eben natürlich, sollte der Print in die eine oder andere Richtung veröffentlicht werden, stärkere Schwankungen nach sich zieht. Das ist durchaus etwas, was wir eben hier berücksichtigen sollten. In Summe bleibt auf jeden Fall unterm Strich, dass wir ein eher bullisches Marktumfeld eben vorfinden. Auch wenn es vorstellbar ist aktuell, dass der S&P in Richtung der oberen Aufwärtstrendkanalbegrenzung läuft, aber diesen Bereich um diese gestrichelte Linie 4.600 Punkte eventuell einen sehr tiefen Lauf über das 4.500er Niveau, das scheint durchaus im Bereich eben des Möglichen hier zu sein. Und demnach sind die Vorgaben der US-Märkte auf jeden Fall ganz klar bullisch eben tatsächlich zu sehen. Und das sollte dann entsprechend auch bullische Impulse eher im DAX nach sich ziehen. Nichtsdestotrotz, wir haben ein Umfeld, wo dennoch kurzzeitig Volatilität aufkommen könnte. Und auch eventuell heftigere Volatilität eben. Ich habe jetzt hier einmal diese Rede von Jay Powell in Jackson Hole. Und ich stelle ihn auch mal ganz kurz ein. Einen Moment. So, ich rede JH. Rede. So, also das ist offiziell von der Fed, von der Webseite entsprechend. Bin ich jetzt ein bisschen ärgerlich, ehrlich gesagt, dass das hier so ein bisschen hakelig ist, ehrlich gesagt, mit der Übertragung. Wie gesagt, also wenn ich jetzt wenigstens wüsste, woran es liegt, was das Problem ist. Wenn ich jetzt hier wenigstens die Möglichkeit hätte, irgendwas im Internet oder dergleichen zu ändern, aber oh. Ja, keine Ahnung. Vielleicht gibt es da bei OBS gerade irgendeine Schwierigkeit oder dergleichen. So, also kommen wir zu der Rede von Paul und The Path Ahead hier. Maximum Employment, Inflation an dieser Stelle. Das waren die zwei vielleicht signifikantesten Absätze innerhalb dieser Rede.
Und was wir eben hier sehen können, ist, dass auf jeden Fall auf die vorteilhafte Entwicklung verwiesen wird. Unemployment Rate has declined to 5,4% zum Beispiel. Also auf den letzten Non-Farm-Payrolls-Markt oder Arbeitsmarktbericht wird eingegangen an dieser Stelle. Aber man sieht eben auch, but it's still much too high. Also es ist ein Post-Pandemic-Low. Aber es ist still much too high, immer noch zu hoch die Arbeitslosenquote. And the reported rate understates the amount of labor market slack. Also das heißt, es gibt auch weiterhin keinen Grund eigentlich aus dieser Perspektive durch diese Entwicklung am Arbeitsmarkt seitens der Fed hier eben von einer Reduktion oder auf eine Reduktion der Anleiheaufkäufe oder eine geldpolitische Drosselung in irgendeiner Form hinzuwirken. Man hat jetzt hier auch in diesem Zusammenhang dann interessanterweise natürlich diesen Inflationsaspekt. Rapid reopening of the economy has brought a sharp run-up in inflation over the trust, blah, 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 blah. Also das heißt, dieser Push, der hier im Inflationsbereich eben stattgefunden hat, der ist spürbar, wird zurückgeführt auf eben dieses Zurückpendeln zum wirtschaftlichen Normal, Post-Corona, Post-Lockdown mit voranschreitenden Impffortschritt und dergleichen und so weiter und so fort. Er schreibt, oder beziehungsweise die Fed schreibt, Inflation at these levels is of course a cause for concern. Ja, also Inflation auf diesem Niveau ist sicherlich ein Grund, um beunruhigt zu sein. Und dann kommt im nächsten Satz, but. Aber, und das ist schon wieder ein Relativieren an dieser Stelle, also, but that concern is tempered by a number of factors that suggest that these elevated readings are likely to prove temporary. Also hier ist man eben weiterhin davon überzeugt, dass es sich um einen nur kurzen im Moment eben einer anziehenden Inflation handelt, dass das eben begünstigt wird durch ein entsprechendes Umfeld an dieser Stelle. Man verweist dann an dieser Stelle hier beispielsweise, das hat Holger Czepitz herausgearbeitet in Bezug auf die Realverzinsung, da kommt man gleich drauf im Hinblick auf Gold beispielsweise. Man verweist eben darauf, hier, the pattern of low inflation is likely reflects sustained disinflationary und so weiter. Also er verweist trotz dieses Hinweises auf eine anziehende und über den Durchschnitt oder des historischen Durchschnitts liegenden Inflation auf ein disinflationäres Umfeld, also oder beziehungsweise nicht er, sondern die Fed an der Stelle. Ich nutze Jay Powell jetzt als Stellvertreter für die Fed an der Stelle als ihr Chairman. Verweist dann eben auf die Technologie, den Technologiesektor, Globalisierung, perhaps demographic factors, also demografische Faktoren und so weiter. Also sehr, sehr akademisch an dieser Stelle. Und also das bedeutet etwas anders formuliert, um das Ganze zusammenzufassen. Es ist nichts, was wir nicht schon wussten. Das ist erstmal Punkt 1. Das ist dahingehend überraschend, weil wir eigentlich eine Reduktion der Anleiheaufkäufe durchaus hätten in irgendeiner Form erwarten können oder das thematisieren. Was aber ebenfalls von Interesse ist, ist in dem Zusammenhang eben, dass man offensichtlich willens ist, diese Inflation auch weiter eben, naja, nicht galoppieren zu lassen, aber zumindest anziehen zu lassen, über dem historischen Maß und auch oberhalb der Zielmarke von 2% verweilen zu lassen. Und das deutet darauf hin, dass es eher weiter geldpolitischen Stimulus seitens der Fed geben wird, dass man auch weiter in dem Zusammenhang dann kleine Schwierigkeiten damit hat, eine entsprechend negativere Realverzinsung eben hier auf den Weg zu bringen und hier immer negativere Territorien anzulaufen. Das ist ein Umfeld, welches eben für Equities beispielsweise sehr, sehr vorteilhaft ist. Nichtsdestotrotz sei darauf verwiesen, an dieser Stelle eben, wir haben hier im Hinblick eben auf die jetzt anstehenden Arbeitsmarktzahlen, ADP, oh, jetzt habe ich gerade, Moment, Trading Economics, was mal ganz kurz drauf, ADP-Zahlen am Mittwoch 14:15 Uhr, beziehungsweise am Freitag 14:30 Uhr, Non-Farm Payrolls, also wir gehen jetzt auf die Indicators, United States, und dann schauen wir uns mal hier den Labor Market an, da. Also, wir haben erstmal ADP am Freitag, Freitag sage ich schon, am Mittwoch, 330.000, nein, Verzeihung, 638.000 neu geschaffene Stellen im privaten Bereich. 330 waren es vorher, das war ein ziemlich enttäuschender Datensatz, was ja die Möglichkeit offenbart hat, dass es hier eventuell dann einen enttäuschenden Datensatz zu den NFPs gibt, der ja dann nicht veröffentlicht wurde. Ja, wir gucken nochmal hier in dem Zusammenhang auf die NFPs, da haben wir sie. Hier, da war die Erwartungshaltung 728, ist dann mit 943.000 neuen geschaffenen Stellen extra veröffentlicht worden. Im Statement selbst verweist auch Paul übrigens auf die letzten 3 Monate, die hier einen Average von über 800.000 neu geschaffenen Stellen eben auf den Weg gebracht haben. Und wir haben eben auch dann am Freitag die, wo haben wir sie? Unemployment Rate, da.
Die Arbeitslosenquote. Hier wurde erwartet mit 5, Moment, aktuell 5,7. Hier, Konsens, genau, Konsensus 5,7 ist erwartet worden, 5,4% veröffentlicht worden. Das war ziemlich überraschend. Und wie gesagt, das war ein Post-Pandemic-Low. Also bedeutet, etwas anders formuliert, sehen wir hier eine erneute positive Überraschung. Aktuell ist der Konsens bei 5,2%. Sollten wir eventuell sogar unter 5% droppen, dann haben wir hier durch eben diesen dann sehr, sehr guten Arbeitsmarktbericht, sofern er so veröffentlicht wird am Freitag, einen Volatilitätsgaranten, denn er würde Spekulationen hinsichtlich eines Tapers befeuern, denn hier würde dann der Druck ausgehen von diesem Statement seitens Powell in Jackson Hole. Entsprechend eben natürlich die Frage aufkommen, naja, dann müsste es ja dann hinsichtlich einer Kommunikation, einer Reduktion der Anleiheaufkäufe auf der nächsten FED-Sitzung am 22. September soweit sein. Und genau solch einen Datensatz, eben den wir hier zu sehen bekommen, das ist eben ein Datensatz dann, der potenziell Good News, Bad News für den Aktienmarkt wäre oder umgekehrt, wo schlechte Arbeitsmarktzahlen wieder gute Zahlen für oder gut interpretiert werden für den Aktienmarkt, weil, naja, schlechte Zahlen eben eine geldpolitische Fortführung des aktuellen expansiven Kurses eben nach sich ziehen. Also das heißt, in solch einem Umfeld scheinen wir aktuell wieder reinzulaufen. Das ist das, was wir offensichtlich hier in dieser Konstellation eben erwarten dürfen. Und das bedeutet also bis Mittwoch, eventuell sogar bis Freitag, ist eher mit weiteren Aufschlägen eben zu rechnen, die hier eben dann einen tiefen Lauf über die 4.500er Marke nach sich ziehen, die auch den DAX potenziell eher in Richtung Allzeithochs und darüber hinaus eben befördern. Und wo wir dann mit den Arbeitsmarktzahlen jetzt einen potenziellen dann wohler, naja, Garant nicht unbedingt, aber durchaus einen volatilitätsbegünstigenden Trigger eben tatsächlich dann entsprechend vorfinden, der dann hier entsprechend eben vielleicht eine Korrektur, tiefere Korrektur begünstigt. Durch einsetzende Taper-Spekulationen sollten die Arbeitsmarktzahlen sich weiter so positiv präsentieren, dass die Fed gar nicht mehr anders kann, als dann hier an dieser Stelle eine Reduktion auf den Weg zu bringen. Das Interessante ist natürlich, das sollte man jetzt nicht irgendwie missinterpretieren oder missverstehen, Reduktion der Anleiheaufkäufe heißt nicht, dass man von 100 bzw. 120 auf 0 runterfährt. Also das bedeutet, etwas anders formuliert, die Fed wird weiterhin geldpolitisch aktiv bleiben. Das heißt, jeder kurze Pull-in, der hier stattfindet, ist dann eventuell wieder dieses klassische Buy-the-Dip-Umfeld, in dem wir uns wiederfinden. Denn die Fed macht an der Stelle auch ganz klar, dass sie weiter geldpolitisch aktiv bleiben wird. Selbst wenn sich das Bild prosperierender darstellt, als das jetzt eben, was heißt, prosperierender darstellt, als das, was wir jetzt schon als günstig wahrnehmen tatsächlich. Also das bedeutet etwas anderes. Es wird eine marginale Reduktion geben, aber das wird dann die Hauptfrage eher sein, nämlich wie viel wird denn reduziert? Und das wird nicht besonders umfangreich sein, auch wenn beispielsweise Herr Bostic, glaube ich, war es am Freitag schon noch vor der Rede von Jackson Hole oder Jay Powell in Jackson Hole in die Richtung ging, dass man sagte, man könnte anders als noch vor, jetzt muss ich kurz rechnen, ich glaube 2013, 2014, da hatte man die Reduktion damals des QE-Programms, dann QE3-Programms auf den Weg gebracht, in Höhe von 10 Milliarden pro Monat Reduktion, dass man dann eben sagt, man könnte jetzt ausgehend von dem derzeit stärkere, wirtschaftlich konjunkturell stärkeren Umfeld, in dem wir uns befinden, schneller tapern. Also das hatte Bostic auch schon gesagt. Das war allerdings, wie gesagt, wie so ein potenzieller Testballon, was ich am Freitag schon mal andeutete, den man da gestartet hat, wo man dann eben versucht, mal die Gewässer zu testen, mal zu schauen, wie reagiert der Markt auf einen solchen entsprechenden, auf einen solchen Kommentar an der Stelle. Der Markt hat es grundsätzlich ignoriert, vielleicht schon in Erwartung, dass das nur ein Testballon ist. Wie gesagt, an der Stelle, was auch immer der Grund war, Fakt ist auf jeden Fall, das ist dann ein Risiko, welches die Märkte eben jetzt zeitnah bewegen dürfte. Das sind die Trigger-Events, die jetzt anstehen. Das heißt also Arbeitsmarktbericht, ADP, besonders Non-Farm Payrolls am Freitag, dann nochmal 2 Wochen später, also beziehungsweise jetzt am Mittwoch, dann in 3 Wochen, FED-Sitzung am 22.09. Das sind so die Key-Events. Und ja, ausgehend hiervon, wenn sich irgendwie ein Taper abzeichnet, hat sich nichts geändert. Alles in allem ist zunächst einmal die Long-Seite zu favorisieren und dann alles Weitere werden wir dann eben entsprechend abhängig von den Daten, die reinkommen, eben machen. Ich hatte gerade schon Nvidia gemeint. Nvidia, übers Wochenende habe ich mir 2, 3 Gedanken dazu gemacht. Natürlich mega stark, auch am Freitag mit einem mega starken Lauf. Auch AMD können wir auch gleich mal einen Blick drauf werfen. Sieht ebenfalls sehr, 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 sehr vorteilhaft eben tatsächlich aus. Sieht aber natürlich nach oben jetzt noch arg überdehnt aus, möchte man schon fast sagen. Und diese starke Überdehnung hier, die schreit regelrecht früher oder später nach einer Korrektur. Auch deswegen, weil dieser stark bullische Breakout, der stattgefunden hat und jetzt auf das durchschnittliche Analystenziel geführt hat. Ich muss mal ganz kurz gucken.
Das müsste aber hier eigentlich eingefangen werden. Ich gucke mal kurz. Wichtige Kennzahlen. Ja, hier sind die Analystenmeinungen. Ich muss mal kurz gucken. Na, da ist es doch. Perfekt. Ja, sehr schön. Ich habe jetzt einen richtigen Tab gleich gefunden. Das ist nämlich einer der Sachen, die halt dieser Markets X-Plattform so cool sind. Du hast nicht nur halt ein sehr, sehr feines Charting hier mit der TradingView-Umgebung, sondern du hast eben beispielsweise über den Button wichtige Kennzahlen hier oben dann auch entsprechend das durchschnittliche Kursziel der Analysten. Research an der Stelle von Thomson Reuters kann man sich downloaden, kann man sich anschauen. Ich nutze das an erster Stelle einfach, um so eine Idee zu bekommen, wo sind denn die von dann Thomson Reuters an der Stelle beispielsweise befragten Analysten in ihrem in ihrer Einschätzung, ausgehend von ihrem fundamentalen Bild, was sie für diese Aktie eben haben. Und wir liegen da eben im Schnitt bei 230, 232 Dollar, so Pi mal Daumen. Das haben wir nahezu komplett abgefrühstückt. Also sprich anders formuliert, wir haben dieses bullische Momentum auf der Oberseite, ausgehend von diesen Analysteneinschätzungen, schon größtenteils abgegessen. An dem orientieren wir uns nur grob natürlich. Also wir würden jetzt nicht einfach sagen 230 und da sind wir dann short. Aber wenn man sich eben die aktuellen Gefilde anschaut und wenn man sich eben anschaut, von wo wir jetzt hier nach dem Split eben gelaufen sind, von den Aufschlägen hier seit nunmehr 18. August, Pi mal Daumen, diese Konsolidierung, die da stattgefunden hat. Wir sind jetzt schon auf der Oberseite, auch nach dem Break eigentlich auf neue Allzeithochs hier, das war im Juni, sind wir eben von 160 nunmehr schon wieder 60, 70 Dollar gelaufen, über 30% Aufschläge gesehen. Das ist natürlich ein grundsätzlich sehr, sehr günstiges Umfeld, aber früher oder später wird es mal hier zu einem Pull-in eben kommen müssen. Das sucht nur nach einem Trigger und also anders formuliert, die Luft nach oben wird potenziell dünner für solche Einzeltitel. Also das heißt, der Bereich 230, vielleicht ein Überschießen, 240 Pi mal Daumen, ist da vielleicht durch das derzeitige Umfeld durchaus einzukalkulieren, aber dann wird es nach oben eventuell dünn und ein schärferer Pull-in bis in Gefilde bis 200 Dollar, vielleicht sogar ein bisschen tiefer, sogar 180 könnte der ein oder andere vielleicht sogar kommen, durchaus mit der Erwartungshaltung, wäre dann durchaus denkbar. Also das heißt, hier könnte sich früher oder später ein mögliches Reversal Play anbieten, weil wir auch jetzt nach oben diese Analystenkursziele ablaufen. Und jetzt wird man das Interessante, was ich jetzt in diesem Kontext halt sehe, ist, wir müssen uns immer dann auch vor Augen führen, okay, Nvidia ist eben ein potenzieller Big Tech Name, also innerhalb dieses Fangman-Komplexes. Das heißt also Facebook, Apple, Netflix, Google, Microsoft, Amazon, Apple, wen auch immer ich jetzt gerade als erstes A genannt habe, und dann eben Nvidia. Und das bedeutet etwas anders formuliert, diese Rallye, die wir hier im Big Tech-Bereich zu sehen bekommen. Und natürlich hat auch der Nasdaq entsprechend bullisch auf dieses Statement reagiert. Also ganz besonders vielleicht sogar noch mal ein bisschen eher bullisch reagiert, durch nämlich diese schon bereits letzte Woche ja diverse Male herausgestellte Korrelation, wo ich sagte, Nullzins, Niedrigzins, Umfeldniveau, in dem wir uns bewegen, viel geldpolitischer Stimulus begünstigt Growth-Titel, begünstigt an der Stelle eben auch vielleicht in gewisser Form dann in Meme-Stocks, AMC, GME, jetzt war am Freitag Support beispielsweise, ein absolut crazy Titel. Aber gehen wir da nicht zu sehr auf die Details. Also, es begünstigt in gewisser Form auch einen spekulativen Exzess an dieser Stelle. In dem Fall ist es eben so, dass dann der Nasdaq darauf bullisch reagiert hat. Aber wir hatten das eben auch in der letzten Woche schon herausgestellt: Es wird eben nicht, es ist die Market Breadth, sagt man, ist nicht vorhanden. Das heißt also, der breite Markt trägt diese Rallye auf neue Allzeithochs nicht. Der wird eben von diesen Big Tech Names wird der eben getragen. Naja, und dann haben wir einfach ein Umfeld, wo dann beispielsweise in Nvidia sich solch ein Pull-in abzeichnen könnte. Das gleiche gilt auch in gewisser Form für Microsoft vielleicht, aber oder Microsoft ist auch ja sehr, sehr stark, sehr steil gelaufen, in Anführungsstrichen Apple beispielsweise. Aber Nvidia scheint mir da durchaus ein sehr, sehr interessanter Kandidat eben zu sein. Und dann, wenn die Marktbreite einfach fehlt, ist da durchaus einzukalkulieren, dass eben solch ein Abkippen in solch einem Einzeltitel sehr, sehr schnell zügig einen Spillover-Effekt auf dem breiten Markt auch haben kann. Das ist potenzieller sogenannter Market Stock und das dann eben hier zu einem scharfen Pull-in kommt. Also das bedeutet etwas anders formuliert. Zwar sind die Vorgaben aktuell long und man sollte sich vorsehen, aber nochmal, die Luft wird potenziell dünner und zügig ist dann eben auch durchaus mal so ein Arbeitsmarktbericht in der Lage, eben im Laufe der nächsten Tagen hier ein bisschen Wohler zu begünstigen. Ob das so kommt, nochmal warten wir ab. Wir warten auf ein klares Signal, was uns der Markt diesbezüglich liefert. Derzeit sieht es erstmal nicht danach aus.
Fallende Volatilität für die nächsten 30 Tage erwartet der Markt offensichtlich fortwährend eher weitere Aufschläge bzw. niedrig volatiles Umfeld. Wir haben den Labor Day vor der Nase, aber nichtsdestotrotz in den kommenden Wochen könnte durch starke Arbeitsmarktzahlen und dann auf eine Fed am 22. September, wo der Druck immer mehr zunimmt, Inflationsdruck, der sich aufbaut und eine Reduktion mindestens mal thematisiert wird, es könnte ein richtiges Überraschungsmoment dann sein, wenn man in irgendeiner Form direkt auf dem Event sagt, okay, ab Oktober fahren wir einfach unsere Anleiheaufkäufe pro Monat 20% zu, 20% nicht, 20 Milliarden zurück beispielsweise. Das wäre ein ziemlicher Schlag mit dem Hammer, mit dem der Markt aktuell jedenfalls nicht rechnet und dann auch Volatilität begünstigt und eben den Tech-Bereich und somit dann nicht nur hier, sondern eben dann auch in der Nvidia beispielsweise diesen scharfen Pull in nach sich ziehen könnte. Also bis Ende September könnte es dort durchaus, also in den Quartalsschluss hinein durchaus brisant eben tatsächlich werden. So, jetzt gucke ich mal ganz kurz in die Chatbox. Okay. Ja, das sieht mit dem Livestream sieht das nicht so cool aus aktuell. Also wie gesagt, das betrifft nicht die Aufzeichnung, die sich vielleicht der eine oder andere anschaut hier an dieser Stelle über dann im Anschluss an das Event. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, warum hier die Bitrate bzw. die Streaming Rate, warum die so niedrig ist. Ja, sehr blöd. Gefällt mir gar nicht, aber gut. US-Tech, genau, Gold. Gold ist natürlich auch ein Blick dann in der Stelle, wo wir einen Blick drauf werfen müssen, weil sich nämlich auch hier die Konstellation sehr interessant jetzt darstellt. Und zwar negative Realverzinsung ist jetzt am Freitag nochmal ein sehr deutliches Thema geworden. Wir haben uns ja im Bereich um minus 1% eben stabilisieren können. Und dann gab es eben hier offensichtlich einen direkten Kausalzusammenhang mit Jackson Hole. Wir sehen es hier im Zeitstempel 16 Uhr. Kommt sofort ein scharfer Flush auf der Unterseite und wir sind bei minus 1,08%. Dieser Push hier, der auf der Unterseite stattfindet, woraus resultiert der? Was ist der Grund dafür an dieser Stelle hier für diese Entwicklung? Naja, die Fed liefert mehr geldpolitischen Stimulus im übertragenen Sinne. Also das bedeutet, oder es ist nicht davon auszugehen, dass der Zeitnah sich in irgendeiner Form reduziert. Zeitgleich sehen wir eben, weil es weiteren Inflationsdruck, der offensichtlich der Fed kein wirklicher Dorn im Auge ist, also nur in diese Richtung kannst du eigentlich dieses Statement interpretieren. Und das bedeutet im Umkehrschluss etwas anders formuliert, dass natürlich das Umfeld jetzt für Gold wieder sehr, sehr viel günstiger sich darstellt. Wir haben kurzzeitig eben diesen Flash gesehen, diesen Flash-Crash-Moment hier, der uns in Richtung der 1680er-Region geführt hat, dann die scharfe Gegenbewegung. Und ich hatte ja gesagt, wir haben hier ein klares Level gegen die 1750, 1775 an der Stelle, welches herausragt, weil sollten wir eine Taper-Spekulation losgetreten sehen, ein Spike in Zinsen anziehen sehen, dann ist das etwas, was eben dazu führen dürfte, dass wir in dem Zusammenhang nochmal einen Attack auf die 57 zu sehen bekommen, eventuell tiefer an dieser Stelle. Jetzt ist es allerdings in dieser Konstellation eben so, dass wir hier durch diese Kommunikation seitens der Fed eben statt dieses Pushes auf der Unterseite eben den Break zurück über die 1800er Marke und auch den sehr, sehr starken Wochenschluss über dieses Niveau zu sehen bekommen haben. Also hier sieht man auch 16.05 Uhr, da war dann klar, es gibt kein Taper, es gibt keinen Spike in Zinsen, der sich abzeichnet oder sonst dergleichen, sondern Follow-Through auf der Oberseite, wie gesagt, mit sogar einer Attacke auf die 1820er Region. Und das, was jetzt eben hier sich meiner Einschätzung nach sehr, 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 sehr interessant herauskristallisiert, ist der Bereich um 1805 ungefähr. Es gibt jetzt weiterhin ein sehr, sehr klares Level, gegen das wir hier riskieren. Na, magst du nicht mal herkommen? Moment. So. Also sprich, etwas anders formuliert. Ich glaube, man könnte hier gerade einen interessanten Trade formulieren. Weil sagen, wir handeln gegen die 1805 Long, sollte es zu solch einem Pull-In nochmal kommen, sollten wir hier einen Support finden, haben ein klares Level, gegen das wir riskieren, 1775 Dollar, also haben an der Stelle 30 Dollar Risiko ungehebelt und sehen auf der Oberseite dann die Widerstandsregion um 1830, 1835 US-Dollar pro Feinunze, also diesen entsprechenden Push hier auf der Oberseite könnten wir durchaus erwarten. Das Interessante bei solch einem Szenario ist, dass wir gegen die 805 mal kurz Folgendes. Also das heißt, wenn wir 1805 hier
als Long Trigger wählen. Uns gegen diesen Bereich Long positionieren und hier auf die 8,30, 8,35 gehen. Dann haben wir hier eine Chance von 30 Dollar. Und wir riskieren gegen die 1775. Also haben wir auch einen Risk jetzt von 30 Dollar. Jetzt wird der eine oder andere sagen, naja, das ist ein CRV von 1 zu 1, das ist ja nicht sonderlich attraktiv. Das stimmt, aber wir zielen ja nicht darauf ab, nur den Test der 8,35 zu sehen zu bekommen, sondern wir gehen ja eigentlich darauf, dass es hier zu einem Break kommt und einem Follow-through. Das bedeutet also etwas anders formuliert. Wenn ich gegen die 8,05 mich long positioniere, mit 30 Dollar initialem Risiko, kann ich den Stop legitim trailen auf diesen Bereich um 8,05, sofern wir die 8,30er, 8,35er Region anlaufen, habe dann kein Risiko mehr im Trade und bin im Grunde genommen in einem sogenannten Free Roll mit einem Break eben hier über die 8,35 Ziel 1900 und höher. Also das bedeutet etwas anders formuliert, dieser Bereich, der sich hier gerade herauskristallisiert, scheint mir durchaus interessant zu sein für einen Long-Bereich, also die 805er Region an der Stelle, das scheint mir durchaus interessant für einen Long-Einstieg gegen diesen Bereich sich zu positionieren und dann im Grunde genommen diesen Trade hier auf den Weg zu bringen, der nicht darauf abzielt, nur einen Test der 8,35 zu sehen zu bekommen, sondern einen Bruch darüber. Bei einem zeitgleich klaren Level, gegen das ich riskiere und wo ich deinen Stop dann ganz legitim nachziehen kann auf Break-Even und das Risiko aus dem Trade rausnehmen, sofern wir eben hier Schwierigkeiten im Bereich um 8,35 zu sehen bekommen. Alternativ könnte man natürlich sagen, ich würde hier eine Teilgewinnmitnahme auf den Weg bringen und dergleichen, wobei meine Tendenz ausgehend von diesen globalen makroökonomischen Gegebenheiten aktuell aber eher darauf abzielt zu sagen, ich arbeite hier mit dem Break drüber, also ich ziele hier eher darauf ab, diesen Make-or-Break-Ansatz zu sehen und entsprechend diesen Push dann entsprechend über dieses Niveau zu erwarten. Ja, so die Gegebenheiten also für Gold aus trading-technischer Perspektive. Also makroökonomisch hat sich nichts geändert. Negativverzinsung ist eher weiter noch negativer zu erwarten. Das bedeutet also, langfristig ist das ein durchaus günstiges Bild in dem Fall, welches sich für Gold abzeichnet. Wichtig ist natürlich zu berücksichtigen, diese Faktoren mit einzubeziehen. Sprich, wir wissen jetzt, dass der Arbeitsmarkt eine wichtige Rolle spielt. Ergo ist es so, dass natürlich jeglicher positive Impuls hier, ein Spike in Zinsen durch einsetzende Taper-Spekulationen nach sich zieht, der wiederum Gold unter Druck bringen könnte. Das ist also etwas, das sollte man im Hinterkopf behalten. Wenn allerdings auf diese kurzen, scharfen Pull-ins und Rücksetzer dann sofort Käufer wieder in den Markt kommen, würde die Trade-Hypothese hier, also mit diesem erwarteten Break über 8,35 bestätigt werden und würde uns in den, wie könnte man sagen, Driver Seat setzen. Also das heißt, wir wenden dann auf jeden Fall den Rückenwind auf unserer Seite an dieser Stelle. So, ja, das ist die Situation, wie sich in Gold darstellt. Silber, können wir auch mal kurz einen Blick drauf werfen. Gefällt mir ehrlich gesagt immer noch nicht so gut, aber wenigstens jetzt ein bisschen besser durch die Rückeroberung oder die sich abzeichnende Rückeroberung der 24er-Marke. Diesen Bereich, den hatte ich ja schon herausgestellt gehabt, nach diesem Flash-Crash-Szenario hier auf der Unterseite. So, also sprich, dieser Push, den wir hier zu sehen bekommen haben, unter eben die diese Niveaus hier, 1000, sage ich schon, 22 Dollar, tief gehandelt worden in diesem Flash-Crash-Szenario. Das, was ich gerne sehen wollte, war eben die Rückeroberung der 24, um sich das Bild als aufhellend zu betrachten. Wie wir es hier erkennen können, scheitern wir in diesem Bereich, rollen also diverse Male über und jetzt haben wir eben durch diese Vorgaben aus Jackson Hole entsprechend eine sich abzeichnende Rückeroberung dieses Bereiches. Hier könnte man vielleicht den 2380, 2385er Bereich als möglichen Long-Trigger ebenfalls in Betracht ziehen, in Erwartung, dass es hier vielleicht dann zu einem Rücklauf in Richtung der 25er Region auch tatsächlich kommt. Ich muss allerdings gestehen, Silber gefällt mir aktuell jedenfalls nicht so gut. Also ich muss sagen, das Bild in Gold scheint mir einfach günstiger zu sein. Das scheint einfach attraktiver zu sein, klarer zu sein. Das Bild, was wir hier eben im Hinblick auf Silber haben, ist alles andere als attraktiv. Also ich finde, dieses Szenario, was ich gerade hier für Gold skizziert habe, das lässt sich einfach ein klarer Gameplan einfach formulieren. Deswegen finde ich Gold aktuell wesentlich attraktiver. Das heißt allerdings nicht, dass ich nicht weiterhin durchaus die Möglichkeit einer Silber-Outperformance sehe, sollte eben entsprechend hier früher oder später wieder sich global makroökonomische Bild deutlich in Richtung bullisch Edelmetalle eben zu wandeln, beziehungsweise es ist deutlich bullisch Edelmetalle, noch deutlich bullischerer. So können wir das vielleicht eher formulieren in diesem Zusammenhang.
Auch Bitcoin präsentiert sich aktuell sehr, sehr interessant. So. Also wir hatten dieses Szenario schon am Freitag formuliert gehabt. Ein direktes Aufdrehen haben wir noch nicht stattfinden sehen. Aber mal kurz ein bisschen zusammenstauchen. So. Wir können vielleicht auch diese Trendlinie hier nutzen an der Stelle. Ja, kommt es so hin, ungefähr. Also diese aktuelle Region, in der wir handeln, finde ich deswegen interessant, weil wir haben zunächst einmal hier gegen die 46.800er Region haben wir ein Support finden können. Und was jetzt eben auch hier interessant ist, im Hinblick auf die Stunde, können wir vielleicht diese Trendlinie auch mal heranziehen, ist, dass wir ein klares Level haben, gegen das wir riskieren. Also sprich, wenn wir jetzt in dem Zusammenhang das als positives Signal werten, was Bitcoin hier hingelegt hat, dann könnte man sagen, den aktuellen Bereich trade ich von der Long-Seite. Das ist so die Region um roundabout 48.000, Pi mal Daumen. Wir arbeiten mit dem Stop hier im Bereich der bis dahin sich ausgebildeten Tagestiefs. Das ist ungefähr die 47.600er Region, runder vielleicht 47.500 am US-Dollar. Und dann würden wir aus diesen Gefilden, würden wir eben tatsächlich hier ein erneutes Aufdrehen erwarten mit einem Push zurück in Richtung und über das 50.000er Level an dieser Stelle. Also das bedeutet etwas anderes, du arbeitest an der Stelle mit $500 Risiko und würdest dann auf der Oberseite eben darauf abzielen, dass es zu einer Rückeroberung hier der 50.000er Marke über kurz oder lang eventuell kommt. Also dass wir doch mal deutlich einen bullischen Impuls gegen diese Gefilde sehen. Das bedeutet also aus den aktuellen Gefilden mit $500 Risk, die man hier reinkommt, ungehebelt, würdest du auf der Oberseite auf eine Chance gehen von 1.500 bis vielleicht sogar $2.000, hast du so ein CRV an der Stelle von 3, 4 zu 1 vielleicht sogar. Und zielst im übergeordneten Bild darauf ab, dass es eben zu einer deutlichen Rückeroberung hier des 50.000er Levels kommt. Also, dass wir darüber hinausgehend eventuell sogar noch bullisches Momentum aufnehmen, könntest also hier eine Kernposition aufbauen und diese entsprechend dann managen mit entsprechenden Re-Add-Szenarien und dergleichen, solltest du der Rückeroberung wirklich des 50.000er Levels eben hier an dieser Stelle kommen. Devisen stellen sich nicht so spektakulär jetzt dar. Ich glaube, das ist ein Bild, das spricht Bände, was wir hier zu sehen bekommen. Range zwischen 1,1790 und 1,805 im Euro zum US-Dollar auf 5-Minuten-Basis. Also davon brauchen wir gar nicht reden an der Stelle. Was natürlich diese Äußerung von Jay Powell nach sich gezogen haben, ist, dass in Frage steht, ob jetzt, oder beziehungsweise, dass der US-Zins so zunächst einmal, würde man es eher formulieren, das ist das Rausnehmen der Volatilität aus dem Markt, dass wir eben dem Kontext hier eher eine mögliche Rückeroberung dann der 1,18er Region haben. Und jetzt könnte man durchaus ja in Frage stellen, ob dieses bärische Szenario hier noch beginnt, eine Rolle zu spielen. Ich würde erst wirklich anfangen, sich das Bild technisch aufhellend zu zeigen oder zu sehen für Euro-US-Dollar, wenn wir über die 1,19 zurücklaufen. Solange wir unterhalb von 1,19 laufen, ist hier selbst eine Rückeroberung der 1,18 keine wirklich übergeordnete Aufhellung des Euro-US-Dollars und ich bin weiterhin sehr, 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 sehr skeptisch. Vielleicht wird das jetzt auch nochmal begünstigt. Ich hatte es in Italien schon gesagt, auch da sollten wir das vielleicht mit kurzzeitig jedenfalls einfließen lassen. Politische Entwicklungen, die wir in Deutschland jetzt sehen, mögliche rot-rot-grüne Regierung, die sich herauskristallisiert und dergleichen. Wir reden immer noch von der größten Volkswirtschaft der Eurozone. Sprich, also Deutschland, also das bedeutet etwas anders formuliert, sobald sich solch ein Bündnis an der Spitze eben Deutschlands abzeichnet, denke ich, wird das über kurz oder lang sich definitiv auch auswirken dann auf entsprechend den Euro als solches. Also das heißt, das Risiko besteht an der Stelle ernsthaft, dass wir eben hier einen entsprechend bärischen Impuls für den Euro zum US-Dollar, oder den Euro generell, aber dann zum US-Dollar vielleicht eventuell besonders sogar zu sehen bekommen, eben weil dann wiederum sich früher oder später Spikes in den Zinsen, in den US-Zinsen abzeichnen, das Zinsdifferenzial zwischen europäischen und US-amerikanischen Bonds sich eher vergrößern wird zu Ungunsten des Euros und folglich eben hier der Rollover nur eine Frage der Zeit dann entsprechend wäre und entsprechende unter einen Druck kommen sehen, dann des Euros neben der politischen Unsicherheit begünstigt eben, sollten wir keinerlei Koalitionen finden in Deutschland. Das gleiche gilt allerdings auch im Hinblick beispielsweise auf Frankreich etc. Also das bedeutet etwas anders formuliert, hier hat sich aus dieser Perspektive jedenfalls das Bild jetzt hier für den Euro zum US-Dollar nicht wirklich aufgehellt, eher vielleicht sogar noch eingetrübt, ehrlich gesagt, in den letzten Tagen.
was sich jetzt derzeit noch nicht im Markt widerspiegelt, aber über kurz oder lang widerspiegeln dürfte, dann in Form eines entsprechenden Pushes auf der Unterseite, Break unter die 1,16, 1,14, 1,11, 1,10, vielleicht sogar gefiltert dann im Euro-US-Dollar in den kommenden 6 Monaten erwartet werden sollten. Ja, Britisch Pfund ist jetzt nicht wirklich spektakulärer. Also das können wir uns eigentlich sparen hier, das Bild. Das macht relativ wenig Sinn. Key Level bleibt die 1,36 nach unten. Wir bewegen uns hier choppy seitwärts derzeit. Fokus vielleicht auf der 1,37, 80, 1,38er Region. Wird die zurückerobert, könnte dann nochmal ein Push Richtung 1,39 anstehen. Aber alles in allem ist das kein besonders attraktives Umfeld, in dem sich Britisch Pfund hier präsentiert. Die Devisen generell präsentieren, wie gesagt. Einzeltitel sind da um ein Vielfaches interessanter. Nvidia hatten wir schon. Ich will auch noch mal kurz einen Blick werfen auf AMD. Und wir parallel mal ganz kurz hier auch noch was machen. Den holen wir auch noch mal ganz kurz hier drauf, zoomen. Da werfen wir gleich einen Blick drauf. Die haben nämlich Earnings heute. Aber zunächst einmal hier der Blick auf AMD. Also AMD hat jetzt diese Bodenbildungsphase begonnen zu vollziehen, konsolidiert sehr stark, sehr, sehr starker Tagesschluss. Das war am Freitag natürlich auch durchaus positiv und ist auch gleich garniert worden. Also wir sehen ja auch hier Zeitstempel 16 Uhr, auch da kam sofort ein bullischer Break und ein bullischer Drive über die 109 an dieser Stelle, oberhalb der wir uns haben auch sehr deutlich dann präsentieren können. Ich kann mal kurz das Volumen drunter legen, WeWarp. Das war allerdings relativ schwierig zu traden. Also Freitag war echt tricky. Das galt auch für Dollar Tree zum Beispiel. Second Day Play hat sich da durchaus als richtige Wahl herauskristallisiert. Und das war eine extrem choppige Geschichte. Also das war sehr, sehr schwierig tatsächlich, die Aktie da zu handeln. Das gleiche oder galt eben auch entsprechend hier für AMD. Aber hier kristallisiert sich natürlich ein potenziell sehr bullisches Szenario heraus, sollten wir uns jetzt hier oberhalb von 111 stabilisieren können. Diesen Bereich sind wir schon am Freitag angelaufen. Also die Aktie ist durchaus von Interesse. Sollten wir jetzt hier noch einmal vielleicht, sofern er überhaupt stattfindet, einen Pull-in sehen gegen die 109 und diesen Bereich halten, könnte das ein interessanter Bereich nochmal sein für einen entsprechenden Drive höher. Alternatives Szenario, Break über, halten oberhalb von 111. Dann wäre ich hier auch entsprechend gegen WeWarp oder aus engen Konsolidierungen eher long, mit der wir erwarten, dass es da nochmal zu einem Push Richtung 116, vielleicht sogar nochmal in Richtung der 120er Region kommt. Das bleibt auch so lange bullisch, das Bild, sofern sich nicht in irgendeiner Form eine übergeordnete Korrektur dann seitens der Qs abzeichnet, also irgendwie eine Korrekturbewegung durch anziehende Zinsen oder dergleichen herauskristallisiert. Also AMD ist hier auf jeden Fall ein sehr, sehr attraktiver Kandidat und zeigt auch jetzt, dass wir haben wieder die Bullen haben den Driver Seat. Also das heißt, hier ist mit Überwinden ganz besonders der 111 eher weiter bullisches Momentum zu erwarten. Potenzieller Kandidat für Volatilität, nicht unbedingt heute, aber dann ab morgen, ist Zoom. Da stehen Earnings an. So, ganz kurz, einen Moment. So. Also, ich habe hier einmal den Wirtschaftsdatenkalender die Woche. Der ist nicht wirklich prall gefüllt, aber Zoom sticht auf jeden Fall hier heraus. Könnte ein durchaus interessanter Kandidat nochmal werden. Wir warten natürlich erstmal ab. Also bis jetzt ist das erstmal alles rein spekulativ, weil wir nicht wissen, in welche Richtung die Earnings veröffentlicht werden, ob die überhaupt so veröffentlicht werden, dass in irgendeiner Form dann institutioneller Handel das überhaupt interessant erachtet. Da gucken wir uns morgen eben entsprechend die Fondsbörse an, gucken mal, auch jetzt vielleicht nachbörslich heute, wie die erstmal sind, die Zahlen, ob die dann entsprechend eben hier in irgendeiner Form überraschen auf der einen oder anderen Seite, ob der institutionelle Handel dann reinkommt, sprich durchschnittlich gehandeltes Volumen. Können wir mal kurz einen Blick drauf werfen. Da werfen wir mal ganz kurz auf offizielle Zahlen hier einen Blick. Also ZM ist das Kürzel. Durchschnittlich werden gehandelt 3 Millionen Aktien. Volumen am Freitag lag im Bereich dessen, was durchschnittlich gehandelt worden ist. Also aktuell definitiv noch nicht heiß. Wenn dann 300 Stücke und mehr gehandelt werden, haben wir mehr als 10% des durchschnittlich gehandelten Volumens. Das könnte dann durchaus von Interesse sein an dieser Stelle. Eben, weil das zeigen würde, dass der institutionelle Handel erwacht, ja? Wenn auch entsprechend die Forward Guidance, der Wachstumsausblick entsprechend hier nach oben
vielleicht sogar angepasst wird, etc. pp. Wie gesagt, das werden wir alles sehen. Und sobald das dann sich eben positiv präsentieren würde, wäre das ein Grund davon auszugehen hier, dass es zu einem Abstoßen gegen die 330er-Region eben auf der Oberseite kommt und dass wir dann in Richtung vielleicht nochmal $400 pro Aktie uns aufmachen. Sofern, wie gesagt, das alles in diese Richtung geht. Das könnte dann auch durchaus ein Kandidat sein für ein sogenanntes Second-Day-Play, so ähnlich wie Dollar Tree beispielsweise. Da werfen wir auf jeden Fall einen näheren Blick drauf. Also das ist heute dann nachbörslich erstes potenzielles Trigger-Event mit den Earnings, die veröffentlicht werden und dann alles Weitere. Da schauen wir dann morgen eben entsprechend drauf zur Markteröffnung. Ja, so, soweit wäre es das dann heute eben tatsächlich gewesen. Entschuldigt bitte alle diejenigen welchen, die sich jetzt hier im Livestream so ein bisschen hakelig das präsentieren. Wie gesagt, hat sich nicht verbessert. Könnte durchaus sein, dass das über diese Plattform, über die ich hier arbeite, also Restream, das läuft ja dann bei YouTube ein und auch bei Twitch, also allmorgendlich der ein oder andere wird festgestellt haben, dass das vielleicht da jetzt gerade ein bisschen technische Schwierigkeiten gibt. Bei so einer Internetverbindung liegt es soweit nicht. Also ich habe live hier gerade mitbekommen, wie ich den Up- und Download getestet habe. Also daran liegt es nicht. Ja, morgen wird es besser, versprochen. Ich wünsche euch jetzt erstmal Happy Trading. Passt auf eure Stops auf, guten Start in die Handelswoche. Fragen, wie gesagt, gerne unterhalb des Videos. Hat euch das Video gefallen? Ist besonders die Aufzeichnung, die euch bei YouTube anschaut. Abonniert gerne den Kanal. Und ja, soweit meinerseits also. Happy Trading, passt auf eure Stops auf. Bis morgen Dienstag, den 31.08. Ich freue mich auf euch. Macht's gut. Bis dann. Und tschüss.